Einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen heute hier zum Webinar. Täglich neue Handelsideen präsentiert von Tickmill. Auch heute bin ich wieder am Start. So, ich hole noch kurz den Chat rein. So. Da haben wir es. Okay, also auch diese Woche wieder mit mir, Martin Görsch, in Vertretung für den erstklassigen Mike Seidel. Der ist ab nächste Woche wieder für euch da. Dann hat er seinen Urlaub beendet. Dann gibt es wieder frische Handelsideen von Mike. Und bis dahin müsst ihr euch die nächsten 5 Tage noch mit mir zufrieden geben. Ja, Ludger, Holger, hi, hallo, guten Morgen. Schön, dass ihr dabei seid. So, bevor wir starten, wie immer, kleiner Risikohinweis. Ja, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin kann zu Verlusten führen und ist daher nicht für jeden Anleger geeignet. Ja, achtet bitte darauf, wenn ihr Trades eingeht, habt ihr immer die Gefahr, euer Geld zu verlieren. Das solltet ihr berücksichtigen in der Positionsgröße. Ihr solltet nur mit Geld traden, was ihr euch leisten könnt zu verlieren. Und ganz wichtig, das, was wir heute hier machen, dient rein den Lehr- und Lernzwecken, ist keine Anlageberatung und auch keine Kauf- oder Verkaufempfehlung für irgendwelche Finanzprodukte. Ich zeige euch meine Meinung, zeige euch, wie ich die Märkte sehe, worauf ich heute achte. Und das ist nur dafür gedacht, euch ein bisschen ein Gefühl dafür zu geben, wie ich arbeite. Okay, und ich arbeite immer so, dass ich mir am Montag erstmal anschaue, was denn für wirklich wichtige News über die Woche kommen. Da werfen wir jetzt einmal gemeinsam einen Blick drauf. Jetzt fällt euch vielleicht schon auf, der Montag steht gar nicht mit drauf. Naja, dann ist wohl die Wahrscheinlichkeit hoch, dass heute keine wirklich wichtigen Daten kommen. Was haben wir morgen? Bruttoinlandsprodukt um 8 Uhr und IFO-Geschäftsklima um 10 Uhr in Deutschland. Das wird den DAX bewegen, das wird den Euro bewegen. Da müssen wir mal ein bisschen schauen. Erwartungen sind schlecht. Ja, wir haben eine Prognose von -10% fürs Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal. Wird spannend, ob wir da noch schlechter reinkommen, als es erwartet wird. Das werden wir sehen. IFO-Geschäftsklima ähnlich, wird besser erwartet. Bin ich mir ehrlich gesagt noch nicht so ganz sicher, ob die besser kommen. Dann haben wir um 16 Uhr Verbrauchervertrauen und Verkäufe neuer Häuser am Dienstag. Am Mittwoch nichts wirklich Wichtiges. Ja, ich glaube, Auftragseingänge, langlebige Güter, Rohöllagerbestände interessiert uns alles nicht so sehr, es sei denn, man handelt Rohöl, also Crude oder WTI. Am Donnerstag, da wird es durchaus interessant. Da haben wir natürlich wie immer die Erstanträge Arbeitslosenhilfe um 14:30 Uhr. Die haben in der letzten Woche arg enttäuscht, werden also entsprechend auch wieder etwas höher erwartet, als die Erwartungen im Vormonat waren. Aber man rechnet damit, dass es doch wieder so rund 10% weniger Anträge werden. Werden wir sehen. Bruttoinlandsprodukt, auch da, ja, schaut euch das an, erwartet -32,6 nach -32,9 im letzten Quartal. Autsch, ja, das sieht nicht gut aus. Ist aber halt hier auch so, dass die Erwartungen so niedrig sind, dass es schwierig wird, das noch zu unterbieten. Und dann ganz wichtig, um 15:10 Uhr spricht der Powell. Das ist immer interessant, ja, wenn der Fed-Vorsitzende spricht, wenn er irgendwelche Kursänderungen bekannt gibt, irgendwas bekannt gibt, womit der Markt vielleicht nicht so unbedingt gerechnet hat, dann kann das zu heftigen Bewegungen am Markt führen. Ja. Okay. Hausverkäufe sind brutal gut gewesen in den letzten Wochen. Der Immobilienmarkt in den USA sieht hervorragend aus. Die Preise sind hoch. Spricht eigentlich auch alles dafür, dass es den Bürgern gar nicht so schlecht geht. Ja. Zumindest ist die Nachfrage nach Häusern da. Zumindest wird viel gekauft. Okay, am Freitag verabschieden wir uns dann mit dem Bruttoinlandsprodukt Kanada. Das ist halt für den kanadischen Dollar dann nochmal wichtig. Und dann haben wir noch den Bailey um 15 Uhr von der Bank of England.
Also da ist ein bisschen was, womit wir rechnen müssen. Aber heute haben wir, wie gesagt, einen relativ ruhigen Tag. Ja, heute haben wir hier gar nichts wirklich super Wichtiges. Das Einzige, was heute eben schon gelaufen ist, waren Einzelhandelsumsätze in Neuseeland. Die waren schlecht, die sind aber auch schlecht erwartet worden. Hier steht jetzt keine Prognose, aber die sind auch schlecht erwartet worden. Das, was hier gemeldet worden ist, war jetzt nichts, was den New Zealand Dollar irgendwie erschüttern kann. Der ist heute relativ stabil über die Nachtsession und von daher gibt es hier auch nichts weiter, was für uns wirklich beachtenswert ist. Okay, ich hole mal die Charts rein, damit wir hier ein bisschen gemeinsam arbeiten können. Ich möchte mit etwas ganz Wichtigem anfangen und zwar mit den Indizes. Ihr habt es vielleicht mitgekriegt, ja, da sind also gestern am Abend noch positive Nachrichten gekommen von Seiten der Impffront. Ja, ich würde da jetzt reell nicht allzu viel drauf geben, weil es eben höchstwahrscheinlich im Bestreben von Trump liegt, auf Biegen und Brechen noch in seiner Amtszeit vor der Wahl im November irgendwie einen Impfstoff oder ein gut funktionierendes Medikament an den Markt zu bringen. Da ist denen wahrscheinlich auch relativ egal, ob die Sachen vernünftig getestet sind, was es da vielleicht an Nebenwirkungen gibt. Ja, da geht es erstmal darum, an der Macht zu bleiben. Und Covid ist etwas, was dem Trump tatsächlich die Wahl kosten könnte. Und dementsprechend sind die da natürlich mit Vollgas dran, alles, was es irgendwie an positiven News gibt, auf den Markt zu schmeißen. Und wir sehen, was das in den USA im Moment bewirkt. Ja, der Nasdaq, der hat hier direkt mit neuen All-Time-Highs eröffnet und in der Nachtsession schon und drückt seitdem hier nach oben. Da sind wir also auf deutlich neue Allzeithochs gegangen. Dann das nächste, wo wir uns das anschauen können, ist der S&P 500. Der ist jetzt hier auch endgültig übers Allzeithoch ausgebrochen. Da hatten wir ja gesagt, wenn das passiert, rechnen wir damit, dass der nächste Move anläuft, dass es vielleicht bis 3.500 Punkte geht. Hier also auch die Entscheidung gefällt im Dow Jones. Ja, da sind wir jetzt hier auch aus dieser Bull Flag, die sich hier entwickelt hatte über mehrere Tage, sind wir am Freitag schon oben rausgekommen, haben auch stark geschlossen. Das ist immer ein gutes Zeichen. Und dann haben wir jetzt in der Nachtsession schon hoch eröffnet und sind auch hier dabei, nach oben zu drücken. Das sieht also alles weiterhin sehr, sehr positiv aus an den US-Aktienmärkten. Und falls es euch auffällt, seit 2 Wochen sind wir hier dabei. Seit 2 Wochen ist es so, dass der Dow sich bis auf den ersten Montag hier recht schwer getan hat, dass wir hier immer ein bisschen vorsichtig waren und gesagt haben, hey, beachtet diese Trendlinie, die hier oben läuft. Ja, bevor wir da nicht deutlich drüber gehen, sehen wir keine Veranlassung, hier irgendwo Long-Positionen aufzubauen. Und jetzt haben wir eben am Freitag darüber geschlossen und schon geht die Reise nach oben los. Im S&P 500 war es das Gleiche. Ja, haben wir gesagt, Achtung, ja, ein bisschen vorsichtig sein, das ist ein harter Widerstandsbereich hier. Wenn wir da drüber gehen, könnte es sein, dass die Reise losgeht. Ja, wir gehen da drüber, im Moment geht die Reise los, sieht alles vernünftig aus. Und unser Trading-Kandidat für die letzten 2 Wochen war der Nasdaq. Ja, warum? Weil dieser Index eine relative Stärke hat gegenüber allen anderen Indizes, die wir am Markt finden können. Ich kann es euch nur immer wieder ans Herz legen, wenn ihr long gehen wollt, kauft Stärke, wenn ihr short gehen wollt, verkauft Schwäche. Ja, ihr seht, was am Ende hier dabei rauskommt, wenn ihr euch die starken Kandidaten raussucht und mit den starken Kandidaten tradet. Und wir hatten unseren Einstiegsbereich in der letzten Woche für den Nasdaq hier bei 11.270 Punkten festgelegt. Ja, und seitdem laufen wir hier straight up. Jetzt möchte ich euch noch eine andere Sache zeigen. Und zwar macht es durchaus Sinn, wenn man, wenn man besonders außergewöhnliche Situationen hat, einfach mal zu schauen, wie hat sich das Ganze denn in der Vergangenheit entwickelt. Und wir hatten jetzt hier am Freitag gesehen, dass wir im S&P 1, 2, 3, 4 positive Wochen in Folge haben. 4 grüne Kerzen hintereinander. Und wenn wir uns anschauen, wie häufig das in der letzten Zeit passiert ist,
Und was danach gekommen ist, dann kriegt man ein gutes Gefühl dafür, was wir für diese Woche erwarten können. Und es ist tatsächlich so, dass wir seit 2015 immer dann, wenn wir 4 grüne Wochen im S&P hintereinander hatten, mit einer Wahrscheinlichkeit von so 80, 85% in der darauf folgenden Woche auch wieder eine grüne Kerze sehen. Ja, also in der absoluten Mehrheit der Fälle haben wir nach 4 steigenden Wochen im S&P auch eine 5. steigende Woche hinterher gesehen. Ja, und das ist für mich immer schon ein ganz klares Zeichen dafür, dass ich in dieser Marktsituation auf gar keinen Fall irgendwo eine Short-Position eingehen möchte. Ja, weil einfach die Chancen schlecht stehen. Natürlich kann es sein, dass die Märkte drehen. Natürlich kann es sein, dass der S&P in dieser Woche 3, 4% zusammenbricht. Ja, aber dann ist das Schlimmste, was mir passieren kann, dass ich aus einer Long-Position mit einem vorher festgelegten Risiko einfach rausfliege und dann irgendwann den nächsten Versuch starten muss. Ja, aber ich weiß, dass ich mit einer 90-prozentigen Wahrscheinlichkeit hier weiter steigende Kurse sehe und deswegen bin ich momentan hier auf der Käuferseite zu finden. Also, da hat sich nicht so viel geändert. Okay, was ein bisschen auffällig ist, wir können ja noch mal kurz den Gesamtüberblick nehmen. Ja, wir haben hier die europäischen Märkte weiterhin schwach. Ja, wenn wir uns das anschauen hier, ja, UK, Italy, France, Spanien, Eurostoxx, alles weiter schwach, alles ist immer noch in diesem kleinen Abwärtstrend hier gefangen. Ja, womit hat es zu tun? Naja, ja, der japanische Index hier weiter schwach. Der australische läuft weiter seitwärts, auch kein Druck drauf. So. Also womit hat das zu tun? Naja, entweder die Europäer und die übrigen Länder glauben die positive Nachricht aus den USA nicht, was durchaus möglich ist. Oder es ist tatsächlich ein Punkt der wirtschaftlichen Entwicklung. Ja, und es ist davon auszugehen, dass in Amerika die Wirtschaft deutlich schneller wieder anspringt, als es in Europa der Fall sein wird. Ja. Einfach weil die Amis mehr Möglichkeiten haben, fiskalisch einzugreifen, weil die auch einfach, naja, ich möchte es mal nennen, geübter sind in dieser Situation. Ja, und wir haben es einfach in Europa ein bisschen schwer, wenn wir uns die Kandidaten wie Spanien oder Italien angucken. Da ist kaum eine Industrie, da ist eben auch sowieso nicht viel, was vor der Krise schon extrem stark war. Und von daher bleibt natürlich die Wahrscheinlichkeit hoch, dass diese Länder, die sich sowieso mit relativ wenig weltwirtschaftlicher Industrie zufrieden geben müssen, dass die es noch schwerer haben, aus so einer Krise wieder rauszukommen, als das eben bei den Industrienationen der Fall ist. Ja. In der Schweiz hier, finde ich, der sieht gar nicht schlecht aus, der Index. Wenn wir uns das hier mal anschauen, da können wir aus diesem zulaufenden Dreieck hier inzwischen ein sehr bullisches Dreieck machen. Ja, so. Das ist ein wirklich bullisches Setup, was hier auf dem Tageschart gerade läuft. Weil, wenn wir uns anschauen, übergeordnet, ja, sind wir in der Aufwärtsbewegung. Wir hängen hier natürlich gerade an dem Widerstandsbereich. Das sieht man hier schon an diesen Hochs, die hier reingelaufen sind. Das kommt von hier drüben. Ja, wir sind hier nicht wirklich hochgelaufen. Das heißt, das ist alles starker Widerstandsbereich hier. Es ist nicht der ideale Index zum Kaufen. Die idealen Indizes haben wir uns angeschaut schon. Das sind die US-Märkte. Aber insgesamt sieht es hier charttechnisch im Schweizer Index gar nicht schlecht aus, wenn wir über diese 10.360 hier oben drüber weglaufen. Dann könnte der sich auch wieder ein bisschen sputen, um dem Rest da mal hinterherzulaufen. Ja. Ansonsten DAX, ja, werfen wir auch noch gerne mal einen Blick drauf, hatten wir auch gesagt, ist nicht unbedingt der Kaufkandidat. Wir haben hier unten um 12,7, 12,8 ein Unterstützungslevel. Das sieht man auch. Wir sind hier am Freitag reingekommen, haben doch relativ viel von diesem Abverkauf zum Ende wieder hochgekauft. Aber eins ist ganz klar, diese Trendlinie hier, die fällt weiter. Wir haben weiter hier fallende Hochs und solange das so bleibt, ist das Ding für mich zum Kaufen nicht interessant. Ja, und dann haben wir hier natürlich auch noch starke Widerstände von diesen alten Hochs hier, von diesem Bereich hier oben. Also das ist alles nicht so super ideal,
im DAX. Ja, ich weiß, dass viele von denen, die hier zuschauen, ein sogenanntes Home Bias haben und gerne Aktien kaufen aus dem Land, in dem sie leben und auch gerne den Index handeln aus dem Land, in dem sie leben. Aber ich kann euch immer wieder nur sagen, mit dem Home Bias verdient ihr kein Geld. Ihr verdient Geld, wenn ihr euch anschaut, was sind die starken Märkte und euch in diesen Bereichen umtut. Ja, und jetzt nicht in DAX handelt, weil ihr der Meinung seid, die Unternehmen aus dem DAX, die kennt ihr alle und die 500 Unternehmen im S&P, davon kennt ihr vielleicht 5 oder 6 und den Rest habt ihr noch nie gehört. Das macht halt einfach keinen Sinn, ja? Sondern handelt die Charts, na, und nicht eure persönlichen Vorlieben. Okay. So, was habe ich noch für heute auf der Uhr? Im Währungsbereich würde ich gerne einen Markt anschauen, und zwar den kanadischen Dollar gegen den Schweizer Franken. Da fangen wir mal hier auf der Woche an. Also, was sofort auffällt im Wochenchart, ist, wir sind in einer intakten Abwärtsbewegung. Ja, auf dem Wochenchart sind wir noch in einer Abwärtsbewegung. Ich zeige das gerade mal, zeichne hier einmal die Sequenz ein. Wir kommen hier von oben. Dann haben wir hier über die gesamte Zeit mehr oder weniger ja, fallende Hochs. Und das war jetzt die Korrektur, die gelaufen ist. So eine sehr, sehr schöne Korrektur, genau bis in diesen rot markierten Widerstandsbereich hier rein. Das ist von hier drüben kommt das. Das ist eine Flip Zone. Das war in dem ganzen Bereich hier drüben war das Unterstützung. Ja. Und in dem Moment, wo wir durchgebrochen sind, hat sich das Ganze hier verändert in einen Widerstandsbereich. Ja. Das hat sehr lange gedauert. Ja, das ist hier 2017, 2018, 2019 und erst Ende 2019 sind wir hier nach unten durchgebrochen, haben dann dieses Retracement gesehen und sind von diesem Retracement-Wert dann hier deutlich nach unten gefallen. Jetzt sieht das Ganze aber so aus. Wir haben hier zwar einen Trendindikator, der ganz klar negativ ist, aber wir sehen, die Amplitude hier nimmt ab. Und wir haben hier etwas, was absolut bullisch zu werten ist, nämlich eine Kreuzung des Slow Stochastic im überverkauften Bereich. Ja, und das hatten wir uns auch schon ein paar Mal hier angeschaut. Ja, jedes Mal, wenn wir hier so eine Kreuzung sehen und danach auch sehen, dass diese beiden Linien auseinanderdriften. Die Bereiche markiere ich mal hier. Naja, hier haben wir es nochmal so ein bisschen. Ja, das sind so die Situationen, wo wir das in der letzten Zeit über die letzten Jahre hier gesehen haben. Und dann gucken wir jetzt einfach mal hier nach oben, was da für Bewegungen gefolgt sind. Ja, und ich glaube, es wird recht eindeutig, worauf ich hinaus will. Ja, wir haben also jedes Mal, wenn wir diese Kreuzung hier unten gesehen haben, haben wir jedes Mal eine deutliche Aufwärtsbewegung im Markt gesehen. Ja, die waren am Anfang sehr groß, sind dann mit der Zeit immer kleiner geworden. Ja, die zuletzt hier, die gehen gerade mal noch über 2 Wochen. Dann haben wir hier aber auch sehr schnell und sehr dynamisch wieder gedreht. Das war hier eine absolute Sondersituation. Und jetzt sind wir wieder in diesem Bereich. Ja, und wenn wir uns das anschauen, wo die langen Bewegungen gekommen sind, einmal kurz darauf achten. Ja, wir haben eine sehr lange Bewegung hier und wir haben eine sehr lange Bewegung hier. Und jetzt schaut euch an, wo hier von unten der Trendindikator kommt. Ja, der kommt aus einem sehr starken Abwärtstrend. Der kommt auch hier aus einem sehr starken Abwärtstrend. Und die kleineren Bewegungen, die sind hier auch immer nur aus kleineren Trends gekommen. Ja, da haben wir wirklich nur sehr kleine Abwärtstrends gesehen in der Richtung. Jetzt haben wir hier wieder einen sehr großen Abwärtstrend gesehen, eine sehr, sehr starke Dynamik, sehr, sehr großes Momentum. Und haben jetzt wieder in einem Bereich, wo wir aus einem sehr starken Trendindikator kommen, diese bullische Kreuzung hier. Das heißt, ich würde erwarten,
dass die Bewegung, die hier schon angefangen hat zu laufen und uns auch aus diesem Abwärtstrendkanal hier schon rausgebracht hat, dass die doch ein bisschen deutlicher wird diesmal. Vielleicht sogar tatsächlich nochmal an diesen roten Widerstandsbereich hier ran. Ja, und deswegen finde ich im Moment Cut Swiss Franc ganz interessant. Auf dem Daily sieht das Ganze so aus, hatten wir uns schon mal angeschaut, dass wir hier so ein Dreieck bekommen haben. Da sind wir einmal ganz kurz nach unten rausgegangen, haben aber sofort wieder oben drüber geschlossen. Und im Prinzip hält diese Trendlinie hier noch. Und wir haben jetzt auf dem Daily hier in der kleineren Zeitebene ein neues Dreieck generiert, was eine etwas höhere Begrenzung hat. Das wäre jetzt also hier das nächste Ausbruchs- und damit auch das nächste Einstiegslevel. Ja, gucken wir uns das mal in der ganz kleinen Zeitebene an auf dem Stundenchart. Dann sieht das Ganze so aus. Ja, wir haben hier oben diese letzte Begrenzung und wir haben dann hier auf der Unterseite diese steigenden Hochs, diese steigenden Tiefs. Ja, das sieht also im Moment alles gar nicht so verkehrt aus. Wenn der nach oben rausgeht, könnte der nochmal einen deutlichen Schub machen. Ja, da wollte ich auf jeden Fall mal drauf hinweisen. Jetzt schreibt der Holger hier, Kanadisch Dollar, Japanisch Yen. Ganz ähnlich. Ist ganz ähnlich. Der japanische Yen ist auch noch ein bisschen schwächer als der Schweizer Franken. Von daher ist das auch ein schönes Setup. Ja, den können wir hier auch mal aufmachen. Kanadisch Dollar, Japanisch Yen. Hatten wir uns ja auch schon mal angeschaut. Ja, der hängt im Moment in einer ganz ähnlichen Situation. Wir sehen das über die Woche insgesamt groß abwärts gerichtet. Wir haben hier oben die abwärts gerichtet laufende Trendlinie und wir haben hier oben, hier unten den aufwärts gerichteten, die aufwärts gerichtete untere Begrenzung. Das heißt, wir laufen im Wochenchart hier quasi in so ein Dreieck rein. Ja, was ich jetzt hier im Moment nicht ganz so schön finde, ist eben genau diese Situation, die ich euch gerade gezeigt habe im Cut Swiss Franc. Die Kreuzung hier, die ist schon ein bisschen her. Ja, diese Kreuzung hier im unteren Bereich, die ist schon ein bisschen her. Und da haben wir auch den großen Move hier schon gesehen. Ja, und haben jetzt hier viel eher die Widerstandsbereiche, die hier wieder auftauchen. Ja, das ist einmal hier der Bereich, das ist hier dieser Bereich. Das liegt alles ein bisschen dichter. Deswegen finde ich das nicht ganz so schön vom Grundsetup her. Aber die Idee ist im Prinzip die gleiche. Auf dem Daily hatten wir uns das hier angeschaut, hatten gesehen, dass wir hier im Tageschart einen Unterstützungsbereich haben. Und was hier jetzt ganz schön ist, ist, dass wir im Tageschart eine Möglichkeit haben, gerade aus dieser kleinen Range hier nach oben auszubrechen. Da haben wir 1, 2, 3, 4, jetzt den fünften Tag diese Range. Wenn wir hier nach oben gehen, haben wir zumindest erstmal das Level hier als Ziel und als nächstes dann das Level hier. Das wären die beiden Ziele im Cut Japanese Yen. So, finde ich jetzt auch erstmal gar nicht so schlecht. So, den nehmen wir mal wieder hier mit rein. Zack, ja. Hier sieht man es auch nochmal schön auf den 4 Stunden. Ja, das ist diese obere Begrenzung hier. Und jetzt sieht man auch, warum man dann gerne mal in die größere Zeitebene schaut oder in die kleinere, um hier die genaueren Bereiche zu finden. Da haben wir hier nochmal ein Verkaufslevel. Und das Ding wird also auf der Long-Seite erst interessant, wenn wir über dieses Verkaufslevel gehen sollten. Ja, vorher nicht unbedingt. Weil das ist ein starker Widerstandsbereich. Wir sehen, dass hier die Abwärtssequenz angefangen hat. Ja, hier hat diese Abwärtssequenz angefangen. Und das, was hier gelaufen ist, ist Korrektur. Kleine Seitwärtsbewegung und dann ist dieses letzte Tief unterschritten worden. Das ist also definitiv ein Verkaufsbereich. Der hat hier schon einmal kurz gehalten. Und die Wahrscheinlichkeiten sind hoch, dass er hier nochmal einmal, zweimal hält. Bin mir nicht sicher, ob der das Ganze hier nach unten bricht. Aber zumindest sollte man warten, bis wir hier oben drüber laufen, bevor man hier plant, Positionen aufzubauen. Okay, ich würde euch gerne noch was von meiner Seite zeigen. Das ist der Bund. Habe ich den hier drin? Ja, Bund Future.
Ja, sehr interessant, weil wir davon ausgehen können, jetzt doch wieder einen stärkeren Aktienmarkt zu sehen, haben wir ja gerade gesehen. Und trotzdem bleibt der Bund hier erstmal noch in seiner Aufwärtsbewegung im Wochenchart. Ja, aus dem Wochenchart sind wir hier in diesem Trendkanal gerade. Und da sind wir an einem wichtigen Level. Wir sehen das, dass wir hier seit 4 Wochen ungefähr an diesem Bereich scheitern. Und auf dem Daily sieht man es jetzt hier ganz schön. Wir haben hier diese obere Begrenzung, haben hier den unteren Trend, die untere Trendbegrenzung. Und sollten wir hier oben drüber laufen, über die 177 deutlich nach oben weg, dann haben wir hier im Prinzip Platz, bis in diesen Bereich hier zu laufen. Ja, nochmal so bis 178, 60, 178, 50. Das ist nochmal eine ganze Menge Holz. Ja, dafür, dass man eben dann in der kleineren Zeitebene auch Stops setzen kann. Da sollten wir also das Level hier gut im Auge behalten, wie sich der Bund hier verhält. Das könnte eine nette Geschichte sein. Sollte der jetzt hier natürlich nach unten wegbrechen in den kleineren Zeitebenen, dann hat sich das Ganze erstmal erledigt. Ne? Aber prinzipiell ist es eben auffällig. Wir sehen einen recht stabilen Aktienmarkt und haben hier trotzdem, ja, auf allen Zeitebenen, die wir uns hier immer anschauen, noch einen ganz klaren Aufwärtstrend. So. Dann haben wir jetzt hier noch Euro, British Pfund und British Pound, US Dollar. Okay, den haben wir, glaube ich, seit 2 Wochen jeden Morgen hier drin. Fangen wir mit dem mal kurz an, den können wir sicherlich schnell abfrühstücken. Ja, da hat sich nicht viel getan. Das Ding läuft seitwärts, ist hier in der Range. Ja, da gibt es auch gar nicht viel zu sagen. Das ist im Moment hier wie so eine bullische Flagge, die sich entwickelt. Wenn man kaufen möchte, bietet sich das natürlich hier im unteren Bereich an. Ja, das hier ist alles Unterstützung. Hier bietet sich das an, wenn man in die Long-Richtung einsteigen möchte, seine Trades irgendwo die Einstiege hier zu platzieren. Das kann man dann sehr schön aufteilen, indem man eine Hälfte hier oben rausnimmt und die zweite Hälfte dann laufen lässt, falls der Ausbruch nach oben kommt. Das ist immer eine feine Sache, das so zu machen. Wir haben ein recht klar begrenztes Level. Ja, wenn wir unter dieses Level hier fallen, dann hat sich die ganze Geschichte mit der Long-Richtung erstmal erledigt. Dann sollten wir da auch nicht weiter versuchen, in diese Richtung zu traden. Wir haben erste Warnzeichen dafür, dass es hier schwieriger wird oder dass es für den Kurs schwieriger wird, nach oben durchzugehen. Und zwar zeige ich das einmal ganz kurz. Wir haben hier steigende Hochs auf dem Tageschart im Preis, aber wir haben fallende Hochs im RSI, wir haben fallende Hochs in der Stochastik. Das sind sogenannte bärische Divergenzen. Aber man verkauft jetzt nicht hier an diesem Bereich, weil wir ja gerade gesagt haben, das hier unten, ja, das ist Supportbereich. Man verkauft nicht an diesem Supportbereich, wenn man aufgrund dieser bärischen Divergenzen Short Trades eingehen möchte, dann macht man das normalerweise, wenn sich hier diese Bewegung wieder nach oben fortsetzt und wir machen hier ein neues Hoch und die Indikatoren unten sind trotzdem weiter abwärts gerichtet, dann verkauft man die neuen Hochs. Ja, das ist also die Variante, wie man mit diesen negativen Divergenzen arbeitet, wenn man sie denn traden möchte. Die zweite Variante wäre tatsächlich zu warten, bis wir einen Ausbruch aus diesem Trendkanal hier bekommen, ja, dass wir hier nach unten rausgehen. Und wenn wir hier nach unten rausgehen, dann kann man das als Bestätigung dafür sehen, dass diese negativen Divergenzen durchschlagen und dann kann man versuchen, hier eine Short-Position aufzubauen, zum Beispiel hier mit Zielbereich hier unten. Ja, das wäre möglich. Hier ist natürlich nochmal ein Unterstützungsbereich, so bei 1,28, dieses alte Hoch. Das wären also hier Zielbereiche für die Unterseite. Aber wie gesagt, erst wenn wir einen Break sehen, da könnte man dann auch sehr schön hier dieses Freitagstief nehmen, na, weil dieses Freitagstief, das unterschreitet noch einmal diese Momentumkerzen hier. Dann haben wir auch den Ausbruch aus diesem kleinen Kanal.
Das ist also gar nicht so ein schlechtes Einstiegslevel. Und wir haben halt eine Bestätigung, dass der Preis tatsächlich weiter runter will. Das wäre Variante 1. Variante 2 wäre, oben ein neues Hoch zu verkaufen, wenn man die negativen Divergenzen spielen will. Variante 3, haben wir ja auch gerade gesagt, wäre hier im Support-Bereich irgendwo eine Long-Position aufbauen für diesen noch immer intakten Aufwärtstrend, ja, im Tageschart. Okay. Also, immer schwierig, ja, wenn die Märkte in so einer hohen Volatilität einfach nur seitwärts laufen, ein höheres Hoch machen, ein tieferes Tief machen. Sehr, sehr schwieriger Bereich, hier irgendwo sinnvoll Positionen aufzubauen, weil einfach alles möglich ist. Okay. Euro-Britisch Pfund habe ich, glaube ich, hier noch nicht vorbereitet. Nee, das machen wir jetzt einfach mal kurz. Bereite ich mal vor. Euro-Britisch Pfund. Okay. Dann nehmen wir die hier einmal raus und bauen das Ganze mal neu auf. Das hauen wir uns hier auch wieder in vier Zeitebenen rein. Den Weekly, den Daily, den 4 Stunden und den Stundenchart. Und dann haben wir im Prinzip alles da, was wir brauchen. Okay, fangen wir doch mal mit dem Wochenchart an. Schauen uns das Ganze im großen Bild an. Und da sieht man sofort auf den ersten Blick, also für mich ist das ein Markt, der nicht tradenswert ist momentan, weil wir hier in etwas reinlaufen. Ja, das ist ein sogenanntes Megafon, das ist eine Trompete, wie auch immer man das nennen will. Wir haben also in der übergeordneten Zeitebene hier im Wochenchart eine Situation, wo sich höhere Hochs und tiefere Tiefs entwickeln. Sehr, sehr ungünstig. Ja, weil es brutal schwer ist, hier die nächste Richtung irgendwie auszumachen, weil es sehr schwer ist, hier Trading-Setups aufzubauen. Was ich gerne trade, sind Bewegungen in die andere Richtung. Ja? Also Dreiecke, die enger zusammenlaufen. Na? Warum kann man ganz einfach begründen, wenn man hier so einen Dreiecksausbruch handelt und den Stop ans letzte Tief packt, dann hat man maximal das als Risiko. Wenn wir die Höhe des Dreiecks als Ziel nehmen, ja, und einfach hier nochmal oben hingehen wollen, dann haben wir einen sehr großen Gewinnbereich, einen potenziellen. Ja, und damit ist das Ganze sehr interessant, Dreiecke zu traden, die spitz zulaufen, weil der Zielbereich immer größer ist als der Stop-Bereich. Ja, alles, was so auseinanderläuft, ist sehr ungünstig. Jetzt ist aber natürlich der Wochenchart nicht die Zeitebene, in der wir hier traden. Aber prinzipiell ist es für mich erstmal die bestimmende Zeitebene. Und wir sehen ja auch, ja, wir haben hier ein Tief, also ein tieferes Tief. Hier sieht es nach Abwärtstrend aus. Dann machen wir hier kurz ein höheres Hoch. Da sieht es nach Aufwärtstrend auf. Und dann wird diese Bewegung hier wieder zu 65% ungefähr zurückgeholt. Das ist kein schöner Trend. Ja, also Wochenchart gefällt mir schon mal gar nicht. Dann können wir auf den Tageschart gucken. Im Tageschart sieht das Ganze ein bisschen interessanter aus. Da haben wir hier fallende Hochs und haben hier steigende Tiefs. Ja, hier sah es schon so aus, als wenn wir nach unten raus wollen, sind aber wieder oben reingelaufen. Insgesamt ist das Ganze hier in einer öden Seitwärtsbewegung seit vielen Tagen. Wir sind unten relativ stark unterstützt. Und zwar hier. Wir haben oben einen recht starken Widerstand. Ja, der liegt so hier in diesem Bereich. Und wenn man traden möchte, dann kann man jetzt zwischen diesen Bereichen hin und her traden. Da haben wir eben dann oben so den Bereich 91,25 und unten so den Bereich 89,50, die hier Unterstützung und Widerstand sind. Und da könnte man jetzt Range Trades in diesem Bereich aufbauen. Das heißt, wir sind jetzt hier am unteren Support Level. Das würde dafür sprechen, dass man Long Trades aufbaut. Aber schaut euch das hier an, die Stochastik. Ja, das sieht alles andere als gut aus. Der RSI hier, der läuft richtungslos irgendwie in der Mitte. Da gibt es keine Stärke. Der Trendindikator, um Gottes Willen, ja. Da ist also nicht viel zu holen. Wenn, dann können wir hier nur in der kleinen Zeitebene arbeiten. Schauen wir uns das mal auf dem Stundenchart an.
Ja, und auf dem Stundenchart, also wenn ich mir die Bewegung anschaue, wir sind hier ins 50% Retracement gelaufen, sind jetzt hier an einem Widerstandsbereich. Das wäre höchstens interessant, wenn wir hier drüber laufen, ja, darauf zu setzen, dass wir in diesen oberen Bereich hier wieder reingehen. Na, da könnte man dann ein Stop-Level suchen, irgendwo hier an diesen letzten Tiefs. Ja, dann hat man hier noch ein 1,2, 1,3 zu 1 CRV, aber das ist alles mehr oder weniger erzwungen. Ich würde hier keinen Trade aufbauen. Ja, ich sehe keine sauberen Trends, ich sehe keine sauberen Richtungen und von daher ist das für mich hier nicht interessant. Ja. Und Bitcoin, Kryptos haben wir hier auch gar nicht drin. Ja, wir handeln hier reelle Märkte, Indizes, Anleihen, Währungspaare, ein bisschen Rohstoffe und das war es auch. Kryptos haben wir hier nicht drin und Kryptos sind auch nicht das ideale Trading-Tool. Ja, wir haben zwar relativ große Bewegungen, aber wir haben auch sehr große Spreads auf den Handelsplattformen, wo das angeboten wird. Das macht es fürs Traden für mich zumindest nicht so interessant. Ja. Und wir haben genug Volatilität auch hier in den anderen Märkten. Und da muss man nicht in diese Bereiche reingehen. Also Kryptos ist nichts, was ich irgendwie groß handle und dementsprechend habe hier auch die Charts nicht drin. Das wird also eher schwierig. Ja. Gut, im Prinzip war es das soweit. Weitere Fragen sind jetzt hier nicht mehr drin. Ja, damit würde ich sagen, entlasse ich euch in den Handelsstart der Woche. Wünsche euch erfolgreiche Trades. Würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid. 8:30 Uhr sind wir hier wieder am Start. Gucken, ob sich die Indizes vernünftig weiterentwickelt haben und was unsere Währungen hier machen. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute, erfolgreiche Trades und bis dann. Macht's gut und bye bye.